Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten The Walking Dead Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht endlich mal wieder ein neues Projekt auf diesem Kanal los, was ihr euch alle gewünscht habt, Leute. Die Kommentare waren einfach nur zugespammt mit diesem Spiel. Es hatte über hunderte von Likes immer in den Kommentaren bei den jeweiligen Personen gehabt. Einfach nur richtig krass gewesen. Und ich habe auch Bock auf dieses Spiel, Leute, weil ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, worum es ungefähr geht. Also es geht darum, dass man hier Entscheidungen treffen muss, die das Spiel beeinflussen. Ähnlich wie bei Until Dawn, dass eine Entscheidung direkt die andere darauf beeinflussen kann. Und es ist auch ein Spiel, wo man auch sehr viel mit Emotionen zu kämpfen hat. Und genau sowas ist ein Spiel für mich, das wisst ihr ja, Leute. Spiele, wo es um Emotionen geht und sowas, das ist genau mein Ding. Und deshalb denke ich, dass dieses Spiel einfach nur perfekt für mich gemacht wird. Wer das Spiel noch nicht kennen sollte, Leute, zieht euch auf jeden Fall mal die erste Folge komplett rein. Ich hoffe, hier wird noch einiges passieren in der ersten Folge. Ansonsten die zweite oder sonst was. Weil ich denke, dieses Spiel hat Potenzial. Es hat ja auch nicht umsonst einen Game of the Year Award bekommen. Das hatte, glaube ich, Last of Us auch bekommen. Und ich weiß nicht genau, ob das Spiel was mit der Serie zu tun hat, The Walking Dead, aber ich denke mal eher nicht. Ich weiß nur, dass es richtig gehypt war damals und wir haben es jetzt hier auf der Xbox One und ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet, Leute. Lasst unbedingt schon mal einen Daumen nach oben da für dieses neue Projekt hier. Ich habe mir überlegt, zu Uncharted könnten wir demnächst auf jeden Fall auch mal noch ein Online-Let's Play machen. Das haben wir noch gar nicht gemacht zu der Vollversion, aber das überlege ich mir einfach noch und dann schauen wir einfach mal. Ich habe eine Frage bei Einstellungen hier. Da kann man nämlich bei Gameplay hier Sachen auswählen, Wahlmöglichkeiten, Handlungsbenachrichtigung, Controller-Tasten. Das war vorher alles so gewesen, alles war aus. Aber ich habe jetzt einfach mal alles eingemacht, weil die Wahlmöglichkeiten möchte ich schon haben, ne, zwischen den jeweiligen Sachen. Deshalb war ich da ein bisschen verwundert. Wir lassen es einfach mal so und lassen uns jetzt überraschen, worum es in diesem Spiel geht. Ich habe mir noch kein einziges Let's Play oder eine Folge angeschaut dazu. Und Leute, ich bin einfach mega gespannt, was uns jetzt hier erwartet, Alter. Ich hoffe mal sowas Geiles wie Last of Us oder wie bei Uncharted, Alter. Ich danke auf jeden Fall nochmal für dieses krasse Feedback bei Uncharted, Leute. Die letzte Folge, das Finale, ist echt traurig, wenn ich mir jetzt so überlege, dass es vorbei ist mit Uncharted, Alter. Jetzt gerade, wo ihr nochmal diese Uncharted-Musik im Hintergrund hört, da denkt ihr euch bestimmt, Mann, das war eine geile Zeit mit dem Öni. Ja, es war echt eine verdammt krasse Zeit. Da habe ich direkt wieder ein Lachen auf dem Gesicht, ey. Meine Güte, dass die Zeit so schnell verflogen ist. Ich habe mich doch, ich weiß so genau, boah, Leute, in ein paar Monaten kommt Uncharted endlich raus, Alter. Und jetzt haben wir es schon durch, Alter. Aber ja, ich hoffe, der fünfte Teil wird rauskommen. Wir befassen uns jetzt mit diesem Spiel, The Walking Dead. Jetzt geht's los. Ab geht's. Wir können jetzt erstmal hier auswählen, welchen Anzeigemodus wir nehmen. Standard ist mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen. Oder wir machen minimal, achtet mal auf das Foto, dann ist alles weg. Deaktiviere Tipps, Hilfeeinstellungen, Wahlmitteilungen auf der Benutzeroberfläche. Also ich würde sagen, wir machen schon Standard, aber ich lasse mich auf keinen Fall beeinflussen, wenn da jetzt stehen sollte, irgendwie die Community hat 80% gesagt, dass du das machen sollst oder sowas. Also da gibt es ja manchmal so bei Dings war es ja genauso. Bei Quantum Break und bei Until Dawn, da konnte man ja auch immer sehen, was die Community anpushen wird. Deshalb lasse ich mal das Ganze hier einfach mal auf Standard. Wir können das ja bestimmt noch im Spiel einstellen, Alter. So, Episode 1, ein neuer Tag. Episode 2, oha. Nee. Wir fangen direkt Episode 1, dann kann man direkt alle Episoden zocken. Okay, ja, egal. Wir lassen das einfach mal hier so. Und starten bei Episode 1. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gezockt. Ich bin jetzt mega gehypt, was hier kommen wird, Leute. Spiel, los geht's. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich voll und ganz nach dir. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Genau, das habe ich noch nicht gesagt. Das Spiel hat mehr sowas, so ist in Richtung Comic. Aber das sollte kein Problem sein, Alter. Emotionen können sich überall verteilen. Und jetzt halten wir die Schnauze und genießen das Spiel. So ein Polizist hat uns... Well, I reckon you didn't do it then. Was? Du hast nur begrenzte Zeit, um eine Wahl zu treffen? Du weißt, was man so über die Spiele... Spielt das wirklich eine Rolle? Warum sagst du das? Spielt das wirklich eine Rolle, B? Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the... I didn't do it. Schweigen ist eine legitime Option, okay? Jedes Mal nicht von mir. Und was meinst du? Ja, nicht von mir, würde ich sagen. Not from me.
Because guys in your position already said it enough. Ich verwende den rechten Stick, um mich umzuschauen. Okay. Ziele jetzt auf den Rückenspiegel. Ah. Anschauen, Rückspiegel. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Was meinst du? Du hast also eine Meinung. Du stammst also auch aus Macon. Ich würde sagen, auch aus Macon. You're from Macon, Ben. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Guck mal, und mit uns immer was angeht. Wir können uns quasi bewegen mit dem rechten Stick. Also alles kam mir so vor, als ob der einen Mord... I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Habe ich denn eine Wahl? Nicht wirklich. Klar doch, würde ich sagen. Weil ich würde mit dem versuchen, ins Gespräch zu kommen. Klar doch. Sure. Was können wir jetzt mit dem rechten Sommer nicht schulden? Regardless, could be you just married the wrong woman. Wäre schon möglich, scheiß Typ, oder sie hat den falschen Mann geheiratet. Wäre schon möglich. Was geht denn da ab, Alter? Ich glaube, Zombie-Apokalypse beginnt gerade hier. Was heißt denn das Auge? Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming G1. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Vielleicht war er unschuldig, also hat er es getan. Vielleicht war er wirklich unschuldig. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Ja, oder er wollte halt nur labern. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. Ja. Well, I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Pass auf. Oha! Alter! Was geht denn hier ab? Die hätten ihn warnen können! Ich hab nicht reagiert, Leute! Alter, was geht hier ab? Verdammte Scheiße, ey. Wir hätten den warnen können. Wir hätten gerade machen können, pass auf! Und das meine ich mit Story beeinflussen. Hätte ich drauf gedrückt und gesagt, pass auf, wäre das nicht passiert. Geht hier ab, verdammte Scheiße, Leute, ey. Ach du Scheiße, ey. Fuck, man muss so schnell die Entscheidungen treffen. Oh, shit. Thirsty. Ah, fuck, my leg. Ach du Scheiße, ey. Verwende den rechten Stick, um dich umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden. Okay, also hier kann man sich, glaube ich, nicht so bewegen normalerweise. Aber hier haben wir ja direkt was. Ansehen, Gewehr. Where the hell did he have his gun out?
Na, warum hat er die Waffe gezogen? Das ist die Frage. Ich denke mal, weil die Zombies da gekommen sind. Ihr habt doch am Anfang des Spiels gesehen, da sind ja Polizeiwagen und Flugzeuge, Hubschrauber und so alles in die Stadt gefahren. Ich denke mal, da hat gerade die Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Aber ihr habt gemerkt, Leute, scheiße, hätte ich mal gemacht, pass auf. Ich wollte gerade drücken, auf einmal kommt der Unfall. Das war schon verdammt krass. Hier können wir raus. Ja, deshalb schreibt ihr mal in die Kommentare, soll ich das mit diesen Tipps machen oder nicht? Weil ohne Tipp wird das zum Beispiel nicht da sein. Da müssten wir alles selber machen. Weil ich weiß nicht, ob das dann zu schwer wäre oder nicht. Das ist die Frage, Leute. Ja, können wir überlegen, weil Standard, das ist einfach Standard. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Digga, warum schreit der... Officer! Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Der wird nicht aus dem Auto geschleudert. Na, wir machen erstmal hier auf, Alter. Komm, bam. Tritt drauf und mach die Scheibe kaputt. Stop. Okay, bewege dich jetzt mit Hilfe des linken Sticks in Richtung Fenster. Schau auf die Tür und benutze das Handsymbol, um dich selbst herauszuziehen. Okay. Komm raus, raus, raus. Ach du Scheiße, Alter. Verwende den linken Stick, um dich entlang am Auto zu bewegen. Ah, okay. Eieieiei. Krass, was hier passiert ist, Alter. Einfach. Ich glaube, ein Zombie hat den mitgenommen. Also so durchs Auto geschlendert. Ah, jetzt können wir uns ja doch bewegen. Okay, es geht doch. Jetzt können wir uns hier umschauen. Ich will. Also, wenn ich er wäre, man muss ja wirklich aufpassen. Ich will jetzt wirklich wissen, was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, pass auf. Wäre er dann vorbeigefahren? Wäre das Spiel dann komplett anders verlaufen? Mann, Alter, das sind jetzt so Sachen, die mich richtig interessieren. Aber ich würde sagen, also ich, wenn ich er wäre... Controller nicht angeschlossen. Will der mir die Eier lecken? Ey, warte mal, gib mal Controller aus. Ey, guck mal. Ja, Controller, Batterie leer. Fick die Henne, Alter. Fick die Henne, Alter. Mann, ey. Ich hoffe, der zweite ist nicht leer. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Jawohl. Also wenn ich er wäre, ich hätte erstmal das Gewehr genommen, auf jeden Fall. Nicht angucken, sondern nehmen. Nimm das Gewehr, Digga. Aber der hat doch die Handschellen. Looks empty. Ach du Scheiße. It'll be easier to carry with these cuffs off. Ja, ohne die Handschellen kann man es leichter tragen. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Bullen und gucken, ob er die Handschellen hat. Aber schreibt mal wirklich in die Kommentare, Leute, ob ich das machen soll mit diesem Tipp oder nicht. Weil guck mal, ohne diesen Tipp wäre dieser Fadenkreuz hier nicht da, den ihr seht. Es werden nicht diese Dinger markiert worden. Das ist die Frage. So wird uns quasi schon vorgegeben. Ich weiß selber nicht genau, was besser ist. Ja, ich mach eine Abstimmung, Leute. Klickt mal auf den Abstimmungslink drauf, der ist oben in der Beschreibung. Stimmt dort ab, ob ich das aktiviert lassen soll oder nicht mit diesem Fadenkreuz hier. Weil wenn ich das deaktiviere, dann ist das wirklich alles weg. Ich würde erstmal an seiner Stelle zum Officer gehen, anstatt nach links oder rechts. Alter, ich bin schon direkt mittendrin, statt nur dabei. Merkt ihr das, Leute? Ich bin direkt am Mitdenken, Mann, wie man hier am besten rauskommen würde. Also ich würde... Gucken, ob der Bulle... Officer? Da hat er die Schlüssel. Okay, Handschellen. Perfekt. Mach auf, Schlüssel. Oh mein Gott, irgendwas passiert. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Alter. Ich hab gedacht, jetzt schreit er wie so ein Zombie auf mich. Ich krieg schon wieder Angst hier, alter Paranoia. Bestimmt gibt's hier auch ein paar Schockmomente. Ich weiß nicht. Zack, aufmachen. Oh mein Gott. Officer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell. Will den linken Stick. Schnell wohin, Leute. Wo ist die Position? Oh mein Gott, Munition. Get away from me. Oh mein Munition. Komm, schnell. Nimm. Ach du Scheiße, Leute. Der hat mich erschrocken. Nimm mir das Gewehr ist hier links. Schnell. Baller den ab. Sofort. Komm. Oh mein Gott, oh nein, nimm. Schnell. Oh mein Gott. Komm schon. Wie schieß ich? Oh nein, daneben. Nein. Und das war's. Get the fuck away! Oh nein. Oh nein. Scheiße.
Ja, Leute. Und das war unser erster Tod, ey. Fuck. Ich hab mich so erschrocken, Alter. Ich hab mir schon gedacht, dass der irgendwie aufwacht, Alter. Okay, komm. Jetzt machen wir das mal. Jetzt kriegen wir das hin. Officer. Oh, yo, Alter. Warum wieder? Holy shit. Okay, komm. Anschauen. What in the hell? What in the hell? Get away from me! Es hat voll gewackelt beim Zielen, Leute. Habt ihr das gemerkt? Das hat richtig gewackelt. Eieieiei. Komm, komm, komm. Schießt du mir in die Fresse. Okay, Konzentration. Okay. So, Leute, jetzt darf ich nicht verschießen. Komm, 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 komm. Komm. Bam, Junge! Fuck, Alter. Junge, Junge. Man. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Er wurde zum Zombie, Alter, ganz klar. Okay, jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir wegkommen. Können wir uns nicht bewegen, ne? Are you dead? Hey! Are you dead? Nee, der lebt noch mit kaputtem Kopf. Also ich glaube, unser Charakter ist Glenn, müsste sein Name sein. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weg, Leute? Ich sehe nirgendwo einen Hinweis oder so. Ja. Warte mal. Hä? Leute, habt ihr eine Ahnung gerade? Oh mein Gott, was ist da hinten? Ey, die habe ich ja gar nicht gesehen, ich schwöre. Help! Go get someone! There's been a shooting! Ich habe irgendwas gehört, Leute. Da. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Weg, 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 weg. Ich glaube, mit Tipps ist doch besser, Leute. Sonst wird das zu schwer. Oh, 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 oh. Weg, weg, weg. Unser Bein ist kaputt. Scheiße, was geht hier ab, Mann? Eieiei, der fällt natürlich wieder hin. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen heute. Ey, schnell, geht doch schnell, Mann! Ey. Leute, auf jeden Fall ein crazy Start ins Spiel, Mann. Ich bin direkt mittendrin. Alter, man kommt ja direkt ins Spiel. Ach, die ganzen Zombies hier. Wo ist das Mädchen? Da hat jemand geballert, ne? Korrekt, da lockt jemand die ganzen Zombies zu sich rüber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Mädchen gewesen ist, ey. Fuck, Alter. Meine Güte, ey. Also halten wir fest, Glenn ist angeblich für einen Tod bestraft worden, den er, glaube ich, nicht begeben hat. Anybody? Oha, was ist das denn? Können wir uns hier umschauen? Ja. Sollen wir uns denn jetzt hier umschauen? Wir können hier ein bisschen rumgehen. Unser Bein ist, glaube ich, kaputt. Was ist das denn? Tee-Service? Fill one of those teacups with some bourbon, if I could. Mit some bourbon, Alter. Der Typ gefällt mir, Alter. Richtiger Rillekopf. Sagen wir, schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Also guck mal, ohne Hilfe, wie gesagt, dieses Ding hier wird nicht dabei sein. Ja, was würdet ihr machen, Leute? Ich würde... Maybe I'll just go for a dip. Okay, eine Runde schwimmen. Ich glaube, draußen haben wir schon so gut wie alles abgeschaut. Wir können jetzt ruhig mal ins Haus reingehen. Ey, fuck, Mann, Alter, wie ist hier direkt... Da ist ein Tor. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Ja, aber ich würde ganz vorsichtig hier hochgehen. Ich höre schon irgendwas. Sehr, sehr vorsichtig würde ich das machen. Oh shit, Alter. Erstmal gucken, oder? I wonder if anybody's home. Achso, man kann zum Beispiel Y, also Dreieck, heißt dieses Auge, heißt, er guckt nur, er macht nichts, aber mit A interagiert man quasi. Also dann wird er auch jetzt da reingehen. Ja. Hello? Anybody home? I need a little help. Ach du Scheiße, also. Wir können jetzt in B reingehen oder nochmal klopfen. Hallo! Nochmal klopfen.
is something going on. Und jetzt könnte auch schon, wenn ich das jetzt nochmal mache, zum Beispiel, könnte auch ein Zombie sein. Es ist schon krass, Mann, wie viel man hier beeinflussen kann. Wir gehen aber jetzt rein. Ja, super. Tür auch noch. Ich dachte schon, die wird jetzt verschlossen. Coming in! Don't shoot, okay? Okay, komm rein mit dir. Fuck, Alter, ey. Was erwartet uns jetzt hier? Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Ach du Scheiße. Da ist Blut. Oh nein. These people might need more help than I do. Eieieiei. Muss mal hier umschauen, was hier alles liegt. Anscheinend haben die ein kleines Kind gehabt. Was hier am Zeichnen war mit Wachsmalstiften. Boah, Leute, das Spiel, also es gefällt mir wirklich auf Anhieb, Alter, ohne Spaß. Dass man hier so viel machen kann und alles, dass man sich alles anschauen kann, Sachen beeinflussen kann. Ich liebe es, wenn man selbst... Die Story. Oh, fuck, was ist das denn? Ich würde erstmal was essen. It's fake, damn. Unecht, achso, fake. Ja, wo lang würdet ihr? Ich würde erstmal hier lang gehen, Alter. Ey, ich muss die ganze Zeit überlegen. Oh! Digga, bist du dumm? Warum rutschst du aus? Hast du gesehen, dass da Blut war? Ja, super. Ist deine ganze Hose voll mit Blut. Jetzt denken alle, er wäre auch noch ein Zombie, Alter. 100%. Ich hoffe, das war jetzt nicht meine Schuld gewesen. Ich schau erstmal hier anschauen, was hier. Was ist das denn? Nimm das mal. Oder nimm mal. Ich glaube, der hat Durst gehabt, der Typ. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Ja, nichts von mehr. Willst du klauen, oder was? Ein Walkie-Talkie. Das nehmen wir uns mal. Mach mal an. Egal, nehmen wir einfach mal so mit. Gucken wir einfach mal gleich. Schublade. Was ist das denn? Egal, schauen wir uns das mal an. Ich glaube, aber mit Tipps ist, glaube ich... Walkie-Talkie. Set beeping. Wie kann ich denn das benutzen? Das Walkie-Talkie? Wie kann ich das benutzen? Egal, ja, wir schauen einfach erstmal ein bisschen weiter hier hoch. Da ist auch nichts drin. Was haben wir hier was? Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Okay, also anscheinend war hier ein Babysitter. Ich würde gerne mal wissen, wie ich dieses dieses Walkie-Talkie abfangen kann. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall... Haben wir das nicht rausgenommen? Der hat sich das doch in die Hosentasche, glaube ich, gesteckt, oder? Eigentlich? There are three new messages. Ja, hör mal an, Digga. Oder war das vielleicht ein anderes Walkie-Talkie? Marsh House. That's a Savannah area code. Ja, ich sag dir nochmal das Gleiche. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Ey, guckt euch mal den Schatten an. Das sieht aus, ob da wirklich einer wäre. Ich kann da nichts drücken, Leute. Das heißt, wir können da nichts machen. Ah, hier ist es wahrscheinlich, oder? Ja. Three new messages. Mailbox. Message 1. Left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Das ist 911. We love you. We love you. Ich hab direkt Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Huh? Oha. Vielleicht war das ja die Kleine gewesen. Vielleicht war sie das ja. You need to be quiet. To be quiet.
Wyatt, die Frage ist, müssen wir jetzt raus oder nicht? Ich bin kein Monster, bist du okay? Bist du okay, würde ich fragen. Oder wer ist das? Wer ist das lieber? Who is this? I'm Clementine. Ja, das ist die. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Wo bist du, würde ich jetzt fragen. Das ist so geil mit dem Auswählen, immer mit den Fragen. Wo sind deine Eltern? Wie alt bist du? Nur Punkt, Punkt, Hello? Punkt. Did they get you? I'm sorry, I'm here. Sie fragt sich, warum du nichts sagst. Ach so. Wo sind deine Eltern, frage ich. Ja, ich frage... Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Bist du in Sicherheit? Wo bist du? Ja, die ist schon in Sicherheit. Jetzt will ich fragen, wo sie ist. Wo bist Where du? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? Das I can die. See you through the window. Ja. Hi. Ja. Oh mein Gott! Was soll ich machen? Ah, dann schnell! Ah, schneller, schneller, schneller! Rück, rück, X! Holy shit! Oh nein, wir müssen jetzt schnell weg, schnell weg! Och du Scheiße, er knallt mit dem Kopf! Was soll ich machen, Leute? Tritt ihm in die Fresse! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, 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 dritte, dritte, dritte! Nein! Im letzten Moment! Schnell, schnell, schnell nochmal in die Fresse treten! Oh, 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 gar nicht gut! X, I, A, schnell, 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 drück, 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 drück! Y! Fuck, was soll ich mal in die Fresse treten? Oh, oh. Gib den Hammer, gib den Hammer, gib den Hammer! Stop, Alter! Nochmal, nochmal, nochmal! Nochmal, zack! Sauber, nochmal drauf! Zack, nochmal! Nochmal, nochmal, nochmal! 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 So, Alter, bam in deine Fresse, das sollte es gewesen sein, ey. Mann, 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 ey. Die arme Kleine muss das jetzt alles sehen in 9 Jahren. Hi there. Hallo. Did you kill it? Es war etwas anderes, weiß nicht, ich glaube schon. Es war etwas anderes, ja, es war etwas anderes. I think something else did. Before me, I think. Yeah. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Ja, jetzt können wir uns überlegen, Leute. Also, suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Ich würde erstmal nach Hilfe suchen, glaube ich, oder? Weil es sind aber bestimmt einige am Leben, die es nicht getroffen hat. Oder sollen wir alleine abhauen? Mann, Alter, was sollen wir machen, Leute? Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hilfe, wir suchen nach Hilfe. Hilfe ist immer gut, Alter. Wenn man auf sich allein gestellt ist, ist es nie gut. Wenn man aber Hilfe bekommt von anderen in so einer Situation, dann machen wir das. We need to find help before it gets dark. Ja. Yeah, it's not safe at night. Du hast dich für das sichere Tageslicht entschieden. Genau. Let's go. Stay close to me. Und genau hier werden wir beim nächsten Mal weitermachen, Leute. Alter, richtig geiles Spiel auf jeden Fall. Leute, ey, das hat mir übertrieben viel Spaß gemacht. Diese halbe Stunde ist gerade wie im Flug vergangen. Auch wenn das eine Comic-Grafik ist, Emotionen kommen mir auf jeden Fall rüber. Ich hatte wirklich vorhin fast direkt im ersten Let's Play Tränen im Auge gehabt, Alter. Aber das war einfach so krass gewesen mit der Mailbox da. Das war schon heftig mit der Musik und allem. Haben die schon echt verdammt cool gemacht. Und jetzt merkt man noch langsam, warum das Spiel auch einen Game of the Year Award bekommen hat. Das ist mal was komplett anderes hier. Man kann ja wirklich die Entscheidungen treffen. Wir hätten auch jetzt die Entscheidung treffen können, dass wir abhauen sollen, bevor es dunkel wird. Wisst ihr, dann wäre das Spiel wieder komplett anders verlaufen, ey. Also das ist auch so ein Spiel,
perfekt für einen Livestream, den ich euch mal damals bei Until Dawn auch versprochen habe. Aber ja, das machen wir jetzt. Wir spielen das erstmal so durch, auf ersten Anhieb, gucken dann, was dann passieren wird. Und dann vielleicht nochmal einen Livestream irgendwann, wenn es mal soweit sein sollte. Und ja, Leute, vergewaltigt den Like-Button für die erste Folge. Würde mich sehr über 10.000 Likes freuen für das erste Walking Dead Let's Play. Ich denke, das Spiel wird auch so jeden zweiten, jeden dritten Tag ungefähr kommen, denke ich mal. Und vielleicht können wir noch ein fünftes Projekt ins Leben rufen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen werden. Auf jeden Fall. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Denkt dran, mal abzustimmen. Aber ich würde eher sagen, wir lassen diese Hilfetipps an. Weil die sind, glaube ich, schon sinnvoller. Weil so, da verbringen wir einfach zu viel Zeit mit Suchen und sowas. Deshalb, glaube ich, lassen wir das an. Wir lassen das an, Leute. Wir lassen das an. Machen wir einfach so. Weil ich will euch trotzdem mal eure Abstimmungssache hören, was ihr dazu zu sagen habt. Und ja, Leute, das war's dann jetzt auch. Schreibt auch in die Kommentare, welches fünfte Spiel ihr am liebsten sehen wollt. Ob GTA 4 oder gibt es noch Mafia 2, haben sich viele gewünscht. Und. Da gibt es noch tausende von Sachen. Und ja, das war's dann jetzt auch. Ich denke, dass Deutschland heute weiterkommen wird gegen Frankreich. Die werden das schon irgendwie packen. Euer Öni ist raus. Euch allen schönen Abend. Macht's gut. Haut rein und ciao.